Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich kriege immer wieder Kommentare zu meinen Hanfpalmen, meistens in Videos, wo es gar nicht um die Hanfpalme geht, aber sie ist oft im Hintergrund zu sehen und ihr schreibt mir, dass eure Hanfpalme auch so aussieht wie meine und ihr wollt wissen, ob man die noch retten kann, was man jetzt für die Hanfpalme tun kann. Ja, meine sieht leider jetzt auch schon seit langem so aus und ich habe auch irgendwo mal gehofft, dass sie jetzt die Tage irgendwo, wenn es ein bisschen wärmer wird, vielleicht schon mal sich erholt und irgendwo vielleicht neu austreibt. Aktuell ist das nicht passiert. Ja, was kann man tun, damit die Hanfpalme wieder austreibt? Ist sie jetzt komplett verloren? Ist sie kaputt oder nicht? Da muss ich euch aktuell sagen, momentan weiß ich das auch nicht. Es ist noch Leben drin, es sind grüne Stängel noch vorhanden. Ich zeige euch das einfach mal aus nächster Nähe und ich sage euch hier auch, was ihr jetzt auf gar keinen Fall tun solltet, womit ihr der Hanfpalme zusätzlich noch schaden würdet, wenn sie so aussieht. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, bevor ich das allerdings mache, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche jetzt sehr viele Zuschauer mit meinem YouTube-Kanal. Leider haben nur ungefähr 3% der Leute, die auch meine Videos anklicken, also zuschauen, meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn euch meine Videos oder das Thema auch hier gefällt, ihr auch gerne ein Abo dalasst, also meinen YouTube-Kanal abonniert. Das Ganze ist auch kostenlos und hilft mir hier auf YouTube wahnsinnig weiter, für euch auch Videos zu machen und auch vor allem auf eure Fragen und ja, Anregungen und Wünsche auch einzugehen. Von daher abonniert, wie gesagt, gerne meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich wahnsinnig freuen und natürlich brauche ich auch eure Unterstützung. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ihr nicht machen solltet und ja, erkläre euch noch ein bisschen was über die Hanfpalme und den Frostschaden. Schauen wir uns jetzt die Hanfpalme mal aus nächster Nähe an. Häufig ist es so, dass man sagt, hier in die Wedel, die in der Mitte der Pflanze rauskommen, wenn das komplett vertrocknet und kaputt ist, ja, dann ist meistens nicht mehr viel los mit der Pflanze. Das ist wie das Herz der Pflanze. Hier sollte man auch niemals abschneiden. Ja, nun ist es komplett gelb und ganz leicht kann man hier von der anderen Seite, ich zeige euch das einfach mal, ein bisschen Grünliches noch erkennen. Ich drehe dazu mal die Kamera um. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen, dass hier noch leicht, ja, Grünliches vorhanden ist. Das heißt, es ist aktuell noch Leben drin. Ich muss den Wedel hier mal so ein bisschen wegmachen. Jetzt könnt ihr das hoffentlich erkennen. Ich kann es halt sehen. Ich weiß nicht, wie gut das über die Kamera zu sehen ist, weil es ziemlich tief in die Pflanze reingeht. Trotzdem ist es natürlich ziemlich trocken. Ich stelle die Kamera mal ein bisschen weiter weg, damit ihr nochmal alles so ein bisschen auch sehen könnt. Und ja, jetzt ist die Frage, was kann ich tun? Im Prinzip könnt ihr erstmal nur abwarten. Schaut mal, alles, was hier noch so grünlich ist, was nicht komplett gelb und vertrocknet ist, da ist überall noch Leben drin. Und das solltet ihr jetzt auch aktuell auf gar keinen Fall abschneiden, weil das Nährstoffe sind, die noch zurück in die Hanfpalme ja, gelangen können, fließen können, sagen wir es einfach so. Und der Hanfpalme da natürlich dann auch die Möglichkeit geben können, neu auszutreiben, neue Kraft zu gewinnen. Und deshalb muss man jetzt leider erstmal geduldig sein und abwarten. Was natürlich jetzt komplett gelb ist hier von den Stängeln, das kann rausgeschnitten werden. Aber wenn ich mir meine so angucke, dann ist es wirklich nur bei diesem hier der Fall. Und das zeige ich euch einmal, indem ich die Kamera nochmal drehe. Das wäre dieser hier. Den kann ich also auf jeden Fall rausschneiden. Hier ist wirklich gar kein Leben mehr drin. Aber hier, ihr könnt es überall noch sehen, was grün ist, das bleibt. Auch was so gelb bis grünlich ist, bitte noch nicht rausschneiden. Wirklich erst, wenn es einmal komplett vertrocknet ist. Und dann auch nicht direkt am Ast abschneiden, sondern lasst so gute 2 bis vielleicht 3 Finger breit stehen. Und so entsteht halt auch der Charakter der Hanfpalme nachher. Und dann schneidet ihr das einfach raus. Ich werde auch einfach nochmal ein gesondertes Video machen zum Zurückschneiden der Hanfpalme. Das kommt dann etwas später hier auf meinem YouTube-Kanal. Aber so ist es halt aktuell mit der Hanfpalme und ja, dem Frostschaden. Hier sehe ich auch gerade, hier ist halt auch gar nichts mehr los. Das schneiden wir auch gleich raus. Ja, das kann natürlich jetzt auch der Hanfpalme so ein bisschen helfen. Hier sehe ich auch, der kann auch weg, neu auszutreiben, so ein Rückschnitt. Aber den Rest lasse ich noch und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Pflegt die Hanfpalme einfach weiter. Die Temperaturen jetzt so um Ende April, Anfang Mai rum sind in der Regel jetzt warm genug, dass ich da demnächst was tun sollte. Und ich würde ja zumindest bis zum Sommer abwarten. Ihr könnt beobachten, ob die hier immer weiter gelblich werden. Ja, und wenn sie nirgends austreibt, dann muss man leider sagen, wenn das bis zum Sommer nicht geschieht, dass er eingegangen ist, was sehr, sehr ärgerlich ist, weil die Hanfpalmen ja schon in der Größe auch nicht gerade sehr günstig sind. Von daher hoffe ich, dass sich hier auf jeden Fall noch was tun wird.
Ja, drückt mir die Daumen, dass die Hanfpalme sich wieder erholt. Ich drücke euch die Daumen, dass sich eure Hanfpalmen erholen werden. Ja, wie gesagt, man kann nicht viel machen, außer jetzt abwarten. Pflegt die Hanfpalme einfach ganz normal weiter erstmal, als würde sie ja wachsen und gedeihen. Vielleicht habt ihr dann auch Glück, dass sie wieder irgendwo neu austreibt. Und dann dauert es natürlich einige Zeit, bis sie wieder so schön aussieht wie im letzten Jahr, weil halt einfach der Frost ihr zu stark zugesetzt hat. Ich habe für den Winterschutz gesorgt. Ich hatte sie etwas zurückgestellt, auch an der Hauswand, wo sie eigentlich geschützt war. Da hatte sie die Jahre zuvor den Winter immer gut überstanden gehabt. Aber jetzt war es halt wirklich mit ja, bis zu minus 18 Grad kurzzeitig einfach viel zu kalt. Ich glaube, ich hatte euch irgendwo sogar ein Video gemacht, wo man hier sehen konnte, wie die so richtig dolle vereist war. Falls ich das Bild dazu noch finde, kann ich das hier gern auch nochmal einblenden. Dann habt ihr vielleicht eine Vorstellung, wie sie aussah. Und ja, schade wäre es, wenn sie nicht wiederkommen würde. Ich hoffe einfach, dass es wieder wird, weil es ist auch leider nicht die einzige. Ich habe halt hier die zweite noch und hinten. Das habt ihr vielleicht auch schon in irgendeinem anderen Video gesehen. Habe ich halt auch eine ausgepflanzt gehabt. Die hatte gar keinen Winterschutz, weil ich dachte, hey, bis minus 18 Grad, das sollte so ausgepflanzt überleben. Und auch da hoffe ich, dass die Hanfpalme nochmal neu austreiben wird. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hilft euch in irgendeiner Form weiter. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Denkt dran, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch doch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.